Hallihallo, wir haben mittlerweile schon wieder Dienstag und wir planen heute eine Fahrradtour. Beziehungsweise eigentlich wollten wir nur eine kleine Fahrradtour machen, so abends. Wir haben jetzt unsere beiden Fahrräder hier und bei uns sind halt gute Radwege so rundherum im Ort. Und da wollten wir eigentlich heute Abend einfach mal eine kleine Runde fahren, um uns so ein bisschen zu bewegen, ein bisschen an der frischen Luft zu sein, weil tagsüber ist es halt unglaublich warm und da hält man es eigentlich nicht wirklich lange aus. Und jetzt haben wir aber gerade noch eine Einladung bekommen von meinem Schwager nach Hause, denn er wollte heute gerne mit uns grillen und ein paar neue Rezepte ausprobieren. Und mein Schwager ist ein richtig, richtig guter Koch. Also der kann wirklich, der hat es drauf, Sachen zu würzen. Bei ihm schmeckt einfach alles so unglaublich lecker. Und da haben wir gedacht, okay, machen wir die Fahrradtour nach Hause. Und ja, das ist eine Strecke von 9 Kilometern ungefähr. Ist eigentlich mit dem Fahrrad gut zu machen. Also es soll eine halbe Stunde dauern laut Google Maps. Nur wenn es so warm ist und ich bin halt auch ewig kein Fahrrad mehr gefahren. Ich habe ja eine Kondition wie so ein, weiß ich nicht was. Ich bin gespannt. Also wir fahren auf jeden Fall rechtzeitig los und machen vielleicht so einen kleinen Zwischenstopp. Aber wir haben uns überlegt, den Radweg über die Felder zu machen, also was heißt Felder, aber halt so nicht richtig durch den Ort, nicht an der Hauptstraße lang, sondern es gibt einen Weg, der ist eigentlich fast gleich lang, wie wenn wir durch den Ort fahren würden, aber halt durch Wälder und Felder, wo halt, glaube ich, auch mehr Schatten ist. Und ich glaube, das ist ein bisschen angenehmer. Und das wollen wir dann heute Abend mal angehen. Wir sind zu um 19 Uhr eingeladen. Ich denke mal, wir werden so um 6 spätestens losfahren und dann schauen wir mal, ob wir ankommen. Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen mit der Kamera. Ich werde vielleicht zwischendurch mal ein bisschen was filmen und natürlich auch das Essen und bin sehr gespannt und bin auch richtig froh, dass wir was vorhaben, denn in unserem Urlaub sind wir eigentlich schon wirklich sehr, sehr faul. Also kann man nicht anders sagen. Ich meine, es ist auch mal schön, nichts zu tun, beziehungsweise einfach mal auf der Couch zu sitzen, ein bisschen zu Fernsehen gucken, was Leckeres kochen und halt keinen Stress zu haben. Ich komme halt auch mit meinen Videos super gut zurecht, habe sehr viele Videoideen gesammelt, sehr viel vorgedreht, dass ich dann eben die kommenden Wochenenden, wenn ich wieder arbeiten bin, nicht so viel daran denken muss, oh, du musst noch dein Video drehen, weil das ist schon ein kleines bisschen stressig und ein kleiner Druck, würde ich jetzt nicht sagen, aber doch schon, kann man eigentlich schon so nennen. Weil wenn mehrere Tage lang kein Video kommt, also ich weiß jetzt, ich kenne mich mit diesem YouTube-Algorithmus nicht aus, aber es soll ja nicht so gut sein, wenn man eine Zeit lang irgendwie keine Videos macht, sondern man soll ja wirklich regelmäßig Content liefern und im Moment läuft es richtig gut, muss ich sagen. Also mein Essence-Sortiments-Update-Video hat mir so einen Push gegeben. Es ist Wahnsinn, wie viele neue Abonnenten dazu gekommen sind. Also oh, das hatte ich so lange nicht mehr. Also es ging zwar stetig bergauf, aber mega langsam. Und das war jetzt nochmal ein richtiger Push, obwohl halt das Wetter so gut ist. Also ich hätte halt gedacht, sowas kommt dann eher im Winter als im Sommer. Aber irgendwie läuft es momentan richtig gut. Ich bin total froh. Deswegen möchte ich das auch so am Laufen halten. Und naja, genau. So viel jetzt dazu. Aber ich bin, wie gesagt, froh, dass wir dann auch mal was vorhaben. Dass man nicht einfach, also ich meine, die Stunden oder die Tage, die vergehen, finde ich, doppelt so schnell als normale Arbeitstage. Also da guckt man zwischendurch mal auf die Uhr und denkt so, boah, es sind erst 10 Minuten vergangen, es sind gefühlte 2 Stunden. Und jetzt ist es halt andersrum, so im Urlaub, ne? Die Zeit verfliegt und das ist halt, ich kriege auch jetzt schon schlechte Laune, wenn ich an Sonntag denke, an meinen letzten Urlaubstag, wenn es dann wieder losgeht ans Arbeiten. Das ist dann immer schon so ein verfluchter Tag. Ich hasse das. Aber gut, wollen wir jetzt noch nicht dran denken. Wir haben erst Dienstag und ja, wie gesagt, ich werde euch ein bisschen mitnehmen und mal schauen, wie das Ganze dann heute so läuft.
hab's überlebt. Ich bin angekommen. Wir sind wirklich nur knapp über eine halbe Stunde gefahren. Aber durch die Hitze ist das halt doppelt anstrengend gewesen. Ansonsten ist die Strecke richtig cool. Ist halt ja nicht wirklich Feldweg, sondern wirklich feste Straße, aber halt, wo nicht viel los ist. Und immer schön kurvig, also nicht so ellenlang in eine Richtung. Also es war echt ganz gut. Mal sehen, wie nachher der Rückweg ist, wenn es nicht mehr ganz so heiß ist wie heute. Ich weiß gar nicht, wie viel Grad wir heute haben. Über 30, glaube ich. Aber gut, jetzt sind wir da. Jetzt verpusten wir erstmal ein bisschen und dann gibt es lecker Essen und nachher machen wir uns auf den Heimweg. Ich habe mir übrigens die Strecke so ein bisschen oder die Zeit so ein bisschen nett gemacht mit Pokémon Go. Ich spiele das immer gerne, so beim Fahrradfahren oder wenn wir spazieren gehen, wo halt nicht so viel los ist. Ich habe noch so ein paar Rauchdinger und dann fange ich noch ein paar Pokémon. Oder eben, wenn ich in der größeren Stadt bin, wo es mal welche gibt, die es bei uns auf dem Dorf nicht gibt. So, Mittwoch. Mittwoch, kurz nach 8, abends. Ich sitze gerade auf dem Sofa und esse Abendbrot. Und zwar gibt es bei mir Brötchen mit Avocado. Und zum Nachtisch gibt es gleich noch Quarkspeise. Die gab es gestern schon. Und, also nach dem Grillen. Und da habe ich was mitgenommen. Und währenddessen schaue ich ein Video von Hatti. Und zwischendurch schaue ich nach diesem kleinen etwas hier. Henry ist wieder da. Und Henry ist von der Hitze fürchterlich müde. Und soll heute hier wieder schlafen. Meine Schwester schreibt wieder Prüfungen, die zweite und erstmal letzte. Und da wir ja noch Urlaub haben, haben wir ihn natürlich gerne genommen. Und ja, wir schauen mal, wie das dann heute läuft. Also heute schlafen wir definitiv nicht hier im Wohnzimmer, sondern im Schlafzimmer. Und ich hoffe, das haut einigermaßen hin. Es ist wieder ein Tag später. Es ist Donnerstag Abend. Wir haben 20 vor 7 schon. Oh Gott. Ja, das Hündchen hat im Schlafzimmer geschlafen. Jan auch. Also wir haben alle drei im Schlafzimmer geschlafen. Und wie erwartet ist er am Anfang noch mit ins Bett gekommen. Aber dann hat er sich doch entschlossen, das ist zu warm. Ich schlafe mal auf dem Boden, beziehungsweise er hat so ein kleines, ich nenne das immer Sofa, es sieht aus wie so ein kleines Sofakörbchen. Da hat er die meiste Zeit drin gelegen. Und eigentlich war er auch echt gut ruhig. Ich habe ihn selber zweimal aus Versehen aufgeweckt. Einmal, weil ich nicht schlafen konnte und mein Hörbuch nochmal weiterstellen wollte. Und dann bin ich so ans Handy gekommen und dann hat er sich erschrocken, dann hat er erstmal gebellt und ich dachte schon so, Scheiße. Und das zweite Mal wollte ich das Fenster zumachen, weil die Vögel morgens angefangen haben und dann kann ich nicht mehr schlafen, wenn ich dann wach bin. Und ich habe nicht tief geschlafen diese Nacht mal wieder. Also irgendwie bin ich doch immer mit einem Ohr am Hören, am Horchen. Wo ist er gerade? Was macht er gerade? Ich meine, ich hatte die Schlafzimmertür zu. Er hätte eigentlich, also abhauen können sowieso nicht, aber irgendwie so, oh, wo geht er jetzt bei? Weil er ist ja wirklich ständig mit dem Wäschestück unterwegs und knabbert darauf rum und ich dachte halt so, was macht der Kerl? Aber nein, er hat wirklich sehr gut geschlafen, war zweimal nachts hoch, normalerweise schläft er durch, ist wie bei so einem kleinen Kind, ne? Aber hier sind halt immer noch andere Geräusche und andere Umgebung und dann hörte ich zweimal nachts das Getippel und dann sind wir raus, kurz im Garten, einmal pinkeln und dann wieder weitergeschlafen und ja, letztendlich hat das alles sehr, sehr gut geklappt. Und dann war ich heute Mittag zum Mittagessen eingeladen, beziehungsweise zum Mettbrötchen essen. Oh, alle Vegetarier und Veganer halten sich mal die Ohren zu. Ja, wer von euch mag auch gerne Mettbrötchen? Richtig schön mit Salz und Zwiebeln. Oh ja. Genau, da war ich dann von um 13 Uhr bis, ich glaube, halb vier ging das. Dann bin ich noch kurz nach Hause gefahren, im Garten
Und dann bin ich mit Jan einkaufen gefahren. Wir haben schon mal den Wocheneinkauf für nächste Woche erledigt, weil wir ungern jetzt noch am Wochenende einkaufen wollten. Wir wollten noch den Donnerstag nutzen, wo es halt nicht so voll ist. Und haben dann so alles für nächste Woche schon mal eingekauft. Ja, und jetzt sitze ich hier, gucke noch ein paar YouTube-Videos. Jan spielt noch wieder ein bisschen Gitarre. Und dann werden wir nachher Flammkuchen machen zum späten Abendbrot. Und dann wahrscheinlich wieder ein paar Folgen Lost gucken. Ich werde noch meine Blümchen gießen. Und ja, dann ist morgen mein letzter Urlaubstag. Ja, ich glaube, morgen wird es noch gehen von meiner Laune. Am Sonntag wird meine Laune schlecht. Ich weiß nicht, ist das bei euch auch so an eurem letzten Urlaubstag, wenn ihr wisst, ihr müsst morgen wieder los? Habt ihr dann auch immer so schlechte Laune? Also bei mir ist das so. 3 Wochen gehen so verdammt schnell um. Aber ich kann mich ja freuen. Ich habe. Wann habe ich Urlaub? Ende September das nächste Mal. Und dann geht es ja richtig in Urlaub nach Griechenland. Und das ist jetzt auch gar nicht so lange mehr hin. Das sind dann 2 Monate noch. Also, es ist überschaubar.